So, wir haben ein bisschen reingehört. Bei den Rostockern. Der Rostocker Trainer ruhig und klare Anweisung. Ihr tut zu wenig, ihr müsst mehr Druck entwickeln, Beinarbeit machen und selber mal Verantwortung übernehmen, weil ihr könnt es ja. Ja, wie du gerade sagtest, die eine gibt die Verantwortung weiter zur nächsten, die aber auch nicht in einer besseren Position ist. Ja, bleibt abzuwarten, ob die Mädels das jetzt umsetzen können. Ich hoffe, Schwerin hat was entgegenzusetzen, weil wie gesagt, es sind nur noch 2 Tore, es sind noch 15 Minuten zu spielen. Es ist hier noch immer alles möglich. Ja, und jetzt gibt es Abwurf für Schwerin und die Möglichkeit, wenn man jetzt die Auszeit richtig auch genutzt hat, den Schwung mitzunehmen und auf ein Tor heranzurücken und das Spiel so wieder spannend zu machen. Und Steffen hat scheinbar Vertrauen zu seiner Mannschaft, wenn der Ball von Theresa Meissner jetzt an den Pfosten geht. Hat er noch die Zeit, kurz mit uns zu shaken hier. Aber es war eigentlich wieder schön gedacht, auf den Außen weitergespielt, sie stand völlig frei. Aber wieder der Abspielfehler. Rostocker Seite und erneut die Chance für Schwerin. Jetzt. Um zu machen, es gibt Freiwurf für Schwerin. Schrittfehler. Jetzt wieder in die erste Welle, in die erste Bewegung. Die zweite Welle wird nachgeschoben. Pass an den Kreis. Es war 7 Meter, 2 Minuten wahrscheinlich. Gut gemacht. Und es gibt 7 Meter. Ja, auf jeden Fall. Die Schiedsrichter lassen die Fingerchen in der Hose stecken. Gibt nur einen bösen Blick vom Schiedsrichter an die Abwehrspielerin. Ist ein Zeichen dafür, dass er beim nächsten Mal sie bestimmt. Mit Bestimmtheit vom Platz stellt. Also eine Ausstellung im Sinne von 2 Minuten, nicht wie Sie es vielleicht vom Fußball kennen. Mit der roten Karte, jetzt aber wieder 3 Tore Führung für Rostock nach dem erfolgreichen 7 Meter. Oh, schön durchgesetzt, aber das sah mir sehr nach Schrittfehler aus. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich werde mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Es sah gut aus. Wenn man richtig positioniert ist als Schiedsrichter, könnte man das ja erkennen, aber selber ich habe es nicht erkannt, also daher hat sie schön gemacht. Und damit Schwerin wieder auf 2 Tore rangebracht, 18 zu 20. Und jetzt sehen wir hier vorne, die Zuschauer sehen es nicht, aber der Trainer von Schwerin hat hier ein Leibchen zurechtgelegt. Dieses Spielchen haben wir in den Vorbereitungsspielen schon mal gesehen. Er nimmt den Torwart raus und spielt dann mit 7 Feldspielern. In den Vorbereitungsspielen mäßig erfolgreich. Ist das wirklich ein Mittel für das Spiel? Es kann ein probates Mittel sein, aber es kann natürlich auch unheimlich schnell nach hinten losgehen. Weil natürlich der Spieler, der mit diesem Leibchen reinkommt, ist natürlich dementsprechend aber auch nicht berechtigt, als Torhüter zu agieren. Das heißt, es muss immer wieder der Wechsel zwischen Torhüter und Feldspielerin, 7. Feldspielerin vorhanden sein. Und das sind natürlich auch leichte Beute für die Rostocker, die natürlich mit dem langen Ball ins freie, ins leere Tor zum Torerfolg kommen können. Warum muss der, wenn er nicht als Torwart agieren darf, warum muss er dann dieses zusätzliche Leibchen tragen? Weil sonst könnte ja einfach jede andere Spielerin mit der Torhüterin wechseln und die könnte dann wieder ins Tor gehen. Oder sehe ich das falsch? Ja, also der 7. Feldspieler in dem Sinne, oder der Torwart muss ja immer anders markiert sein von der Farbe her, damit er sich von den anderen unterscheidet. Der nächste technische Fehler hier. Ja, vorne ist sie ein bisschen labil heute, die Julia Hahner. Hinten sehr bissig. Jetzt kommt auch mal ein Block zustande. Ja, Theresia Meissner war das, glaube ich, gerade, die da die Hand am Ball hatte. Und da konnte er von Hilger Pfosten. Und 7 Meter. Und 2 Minuten hinterher. Und 2 Minuten Stau. Ja, kurze Abschau zwischen Schiedsrichtern.
Kurze Absprache. Jule. Und es gibt die 2 Minuten. Ja, wahrscheinlich jetzt gerade die Situation. Gegen Britta Wegner, ja. Rot oder 2 Minuten. Ich kann es nicht verstehen und Anna Lenke wieder beim 7. Ich glaube, Nummer 4 war es auch gar nicht. Ich glaube, Nummer 17 war diejenige, die da zwischengefunkt hat. Sie nimmt die Schuld doch auf sich. Und Anna Lenke verwandelt erfolgreich, macht ihren 3. Treffer in diesem Spiel. Ja, 19 zu 20 und trotz des Rückstandes, sie laufen gut auf der Schmerin der Bank. Fragte Steffen, ob Anna denn in die Abwehr laufen wollte. Das ist nicht der Fall und Rostock jetzt mit der Möglichkeit wieder auf das Tor und der Ball geht an den Pfosten und jetzt Schmerin natürlich oben auf mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Theresa Meister mit dem Pass auf Juliane Schiller und sie sucht nicht den direkten Weg zum Tor, sondern den Weg an der Spielerin vorbei und da war kein Durchkommen. Zehn Minuten noch auf der Uhr und es entwickelt sich hier ein spannendes Spiel. Mensch, Mädchen, die Lücke war da, da musst du durchspringen. Aber vor irgendwas hat man dann Angst, entweder von der Verletzung oder vor der eigenen Courage. So frei, das kann nicht sein, da muss irgendwas falsch sein. Das war ein schöner Doppelpass und jetzt aus rausgelegt und der trifft. Das war klasse rausgespielt, 20 zu 20. Und nun hat man den Vorsprung wieder aufgeholt. Und jetzt kommt man natürlich mit der Euphorie, ja, mit den Leuten, die noch hier geblieben sind. Und der psychologische Vorteil liegt natürlich auf Schweriner Seite. Kämmen sie nach einem 5-Tore-Rückstand wieder ran an die Rostockerin. Gucken, ob sie das jetzt weiter mitführen können. Es sind noch 10 Minuten zu spielen. Ja, schön antizipiert von Theresia Meissner. Die den Ball dann doch unter Kontrolle kriegt und entsprechend abschließt. Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Die Mannschaft ist wach, die Halle wacht langsam wieder auf. Das sind diese positiven Impulse, die ich vorhin zu dir meinte, Kai. Kann natürlich jetzt auch dementsprechend vorwärts gehen. Ja, wir haben jetzt noch 9 Minuten zu spielen und jetzt fehlt natürlich, braucht man natürlich einen Impuls auf Rostocker Seite, um das Spiel der Ansicht zu reißen. Schwerin hat Glück, kommt glaube ich jetzt der 3., 4. Pfostentreffer in der 2. Halbzeit. Und dementsprechend die Möglichkeit für Schwerin, sich abzusetzen mit 2 Toren. Ja, das ist auch das, was im Spiel hier vor von Grün-Weiß 1 gegen Nordhaslee angesprochen wurde. Viele Pfostentreffer und die dann zur Verunsicherung der Mannschaft beitrugen. Und auch hier sagt er gerade, geh selber, hat Vertrauen. Also an Julia Harder gerichtet, die das Vertrauen heute scheinbar nicht so hat. Wie eben im Spiel davor, Joda Wenk. Wo es nicht so gelingen wollte. Theresa Meissner hier nur mit dem Fehlwurf. Und der schnelle Angriff gut abgehalten. Pass an außen. Und das sah gefährlich aus. Und da in den Kreis gegriffen, glaube ich. Die Torhüterin bleibt liegen, aber hat sich wehgetan, aber es geht scheinbar weiter für Laura Fischer. Ja, trotz des engen Spielstands, wir haben beste Laune hier in Schwerin. Ja. Steffen Franke beschwert sich gerade über die grauen Haare, die ihm seine Mannschaft bereitet. Ein paar sind sicherlich nachzuvollziehen, obwohl in der Phase es doch besser für Grün-Weiß läuft. Und Katrin Hilger am Kreis, sehr gut durchgesetzt. Ah, schön durchgesetzt, genau. Und wieder ist Anna Linke, die an den 7-Meter-Punkt hat. Die hoffentlich nicht in die Abwehr läuft. Nachdem sie das Tor getroffen hat.
wir werden es auf jeden Fall jetzt mal genau beobachten, aber erstmal muss natürlich der 7 Meter ausgeführt werden und möglichst für Grünwald sparieren ins Tor. Und auch das gelingt. Und jetzt der direkte Weg auch wieder zum Wechsel. Der Wechsel hat geklappt. 22 zu 20. Ja, die Mannschaft ist wach. Steffen ist jetzt auch wach. Komischerweise. 40 Minuten sehr verhalten, fast 50 Minuten. Jetzt taucht auch Steffen auf der Trainerbank. Vielleicht kann er jetzt auch noch ein paar Impulse an die Mannschaft senden. Es sieht momentan gut aus. Ja, auch Mario Kuba da auf der Bank, sehr, sehr lautstark. Jetzt scheint die Mannschaft, als hätte die Mannschaft angefangen an sich zu glauben, jetzt in der Gesamtheit. Auf der anderen Seite, der Rostocker Trainer steht die gesamte Zeit, das ganze Spiel schon. Und arbeitet. Aber er hat nicht ganz die Impulse jetzt für seine Mannschaft setzen können in den letzten Minuten. Und das war hervorragend gespielt. Und auch ein schöner Abschluss von Britta Wegner zum 22 zu 21. Und wenn man sich hier die Laune die Atmosphäre in der Halle anguckt, man könnte denken, Schwerin führt deutlich, aber es steht hier 22 zu 21. Zwar für Grün-Weiß Schwerin, aber es ist die Zuschauer bestens gelaunt, die Schweriner Bank bestens gelaunt und bei Rostock hadert man sehr. Aber jetzt der Ausgleich für die Rostocker. Das 22 zu 22. Ja, jetzt ist offener Schlagabtausch. Auf beiden Seiten die Möglichkeiten. Bleibt abzuwarten, wer es natürlich jetzt in der Schlussphase in den letzten 5 Minuten optimal umsetzen kann. Ja, wir werden auf jeden Fall spannende letzte 5 Minuten sehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und hier hören wir den Trainer von Schmarin sicher spielen. Also die einfachen Bälle spielen wieder. Keine hastigen Aktionen senden. Wieder auf eine Situation warten, wo sich was ergibt. Aber hier Sarah Bischoff wieder scheinbar die Angst hat, da den richtig Druck zu entwickeln. Und es gibt 7 Meter. 7 Meter, 2 Minuten Strafe. Und wieder kommt die Nummer 4 zum Punkt. Anna Linke, die sich wieder den Ball greift. Bisher 4-mal. 4-mal erfolgreich. Jetzt Versuch Nummer 5. Und auch der ist erfolgreich. Sieht schon wieder sehr, sehr sicher aus. Ja, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, eine Spielerin wieder in die Mannschaft einzubinden. Und das Ganze natürlich sehr, sehr erfolgreich beim Spielstand jetzt von 23 zu 22. Sorgt sie für die Führung für ihre Mannschaft. Und da ist kein Durchkommen. Sie gut und sicher.